Kontaktverbot. Mindestabstand 1,5 Meter. Die meiste Zeit in den eigenen 4 Wänden. Eingesperrt in der Familie, schon seit Wochen. Das ist oft schwer auszuhalten. Für die letzte Performance vor der Covid-19-Pandemie hatte das Citizen Kane-Kollektiv 4 Menschen getroffen, die nicht in Familien leben, und einen Hund. Die Stille der Familie hat filmische Porträts dieser außerfamiliären Perspektiven gezeigt. Das war Anfang Februar 2020. 3 Monate später, im April 2020, sind alle Theaterveranstaltungen verboten. Die Krise bestimmt unser Leben. Was ist eigentlich mit Frau Hild, Katrin, Madi, Patrick und Nele? Wie geht es Ihnen in dieser Krisensituation? Das Citizen Kane-Kollektiv versucht, Kontakt aufzunehmen. Da müssen wir es übrigens so machen, das muss so Musik laufen. So. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Familie und sprechen heute mit Cornelius. Warum? Cornelius ist Tierpfleger im Tierheim in Stuttgart und Cornelius kümmert sich um Nele. Nele war eine der Protagonistinnen von Die Stille der Familie. Und Nele ist Expertin für außerfamiliäre Perspektiven. Cornelius Hirsch ist der Leiter des Seniorenhauses für Hunde. Der erste Tierschutzverein Deutschlands und des Kontinents wurde 1837 in Stuttgart gegründet. Das Tierheim Stuttgart wird durch den Tierschutzverein Stuttgart e.V. unterhalten. Die seit 1916 bestehende Institution nimmt große und kleine Tiere auf. Zum Beispiel Hunde wie Nele. Also wenn ein Hund abgegeben wird, dann wird er natürlich aus seinem Alltag rausgerissen. Es bricht für ihn auch eine Welt zusammen. In seltenen Ausnahmen sind sie gleichgültig oder finden es hier viel besser wie zu Hause. Weil sie sind ja auch mit der Familie dann meistens aufgewachsen oder haben lange damit denen gelebt und verstehen es einfach nicht, warum sie jetzt ohne die sein müssen. Sie finden sich aber viel, viel schneller mit dieser neuen Situation zurecht wie ein Mensch, der jetzt irgendwohin in ein Altersheim geht. Auch wenn es freiwillig ist, wenn die Menschen ins Altenheim gehen, kommen die schlechter damit zurecht wie ein Hund, der hier abgegeben wird im Normalfall. So hörst du mich wahrscheinlich? Jetzt hörst du was? Und so hörst du nichts? Doch, jetzt höre ich was. Ah, jetzt hörst du was. Hörst du mich so? Ja. Hallo Cornelius, du bist im Tierheim. Was war denn so in den letzten 6 Wochen los im Tierheim? Hat sich da was verändert? Ja, es waren keine Besucher da, weil die nicht kommen durften und jetzt auch noch eine Zeit lang nicht kommen dürfen. Aber die Arbeit mit den Hunden bleibt die gleiche. Man hat eher sogar ein bisschen mehr Zeit für die Hunde gehabt als vorher. Und gab es in den letzten 6 Wochen mehr Tiere, die abgegeben worden sind? Oder hat sich da irgendwas geändert oder gar nicht? Gar nicht. Also es sind eher weniger geworden, die abgegeben wurden. Weil die Leute auch ein bisschen mehr Zeit haben natürlich für ihre eigenen Tiere. Das, was dann kommt jetzt, wenn die finanzielle Lage sich ändert, das wissen wir natürlich auch noch nicht. Hat sich für dich was bei der Arbeit geändert? Also keine Ahnung, Weg zur Arbeit? Oder habt ihr besondere Hygienemaßnahmen jetzt gerade im Tierheim? Ja, Hygienemaßnahmen, ja. Wir müssen viel mehr desinfizieren, also auch die Griffe und sonst wie von den Türen. Alles, was halt von mehreren Menschen angefasst wird. Wir tragen, wenn wir uns begegnen, jeder Mundschutz. Wir sind angehalten, den Kontakt zu anderen Revieren zu minimieren und so gut wie es geht, den Kollegen aus dem Weg zu gehen. Dass, wenn jemand angesteckt ist, muss sich gegenseitig nicht anstecken. Aber bisher ist noch kein einziger Fall bei uns bekannt, zum Glück. Wenn die Krise jetzt noch länger geht oder sehr viel länger geht, wird das Auswirkungen auf das Tierheim haben? Vermutlich langfristig sehr große, weil wenn die Zahlungskraft der Menschen und die Einnahmen der Menschen außenrum weniger wird, dann werden die Spenden weniger. Und unser Tierheimfest ist natürlich auch gecancelt worden und dann werden Einnahmen natürlich wegbrechen und das wird dann schwierig.
Uns interessiert natürlich auch insbesondere, wie es Nele geht. Ist Nele noch bei euch und wenn ja, wie geht's Nee. dir? Nele ist noch bei uns, die ist gerade Gassi mit einer Gassigeherin. Die dürfen, also die altgedienten Gassigeher dürfen zum Glück alle kommen und mit ihren Hunden Gassi gehen. Und gerade ist sie unterwegs, ihr geht es hervorragend, hat leider jetzt über den Winter 1 Kilo zugenommen. Aber das geht schon wieder. Sie hat mittlerweile unter den Gassigehern auch Interessenten gefunden, die sich für Ibo und für Nele, also Ibo ist ja der Kollege, mit dem sie gekommen ist, dann eventuell beide ausziehen dürfen. Aber es ist Aber jetzt noch nicht konkret, wann. das ist noch nicht hundertprozentig, ob das passiert oder nicht. Wir hatten ja uns damals unterhalten über die Aufgabe eines Hundes in der Familie. Und jetzt haben wir ja Familie und Krise so als Thema. Was ist denn da die Aufgabe des Hundes, wenn man das mal so sagen Ja, könnte? auch zuhören, gerade wenn es einem Menschen dann, denke ich mal, durch die Krise sehr schlecht geht, also wenn er nicht zur Arbeit kann. Ich würde es so sehen, dass der Hund eine sehr wichtige Aufgabe hat, und zwar indem er die Menschen beschäftigt, indem dass sie auch mal rausgehen müssen, dass sie nicht in der Stube hocken, wie so oft gefordert. Sie dürfen halt nur einzeln oder zu zweit raus und den Hund Gassi führen. Aber das hilft ja oftmals viel, dass die Leute sich schon ein bisschen wohler fühlen. Und außerdem übernimmt er die andere soziale Aufgabe des Kuschelns und gestreichelt werden. Und von daher finde ich das sehr wichtig für die Menschen, dass sie so einen Sozialpartner-Hund haben. Wie sieht das bei dir aus, beziehungsweise auch bei den anderen Mitarbeitenden im Tierheim? Habt ihr Angst in der Situation? Ist es gerade eine angespannte Situation oder wie ist so die Arbeitsatmosphäre? Also Angst kann man jetzt nicht sagen. Also ich habe überhaupt keine Angst. Ich zähle mich nicht zu irgendeiner Risikogruppe. Aber die Situation ist natürlich insofern ein bisschen angespannt, dass wenn ein Corona-Fall bei uns auftritt, eventuell das ganze Tierheim unter Quarantäne steht und dann wir nicht Homeoffice machen können, sondern das Home ins Office verlegen sozusagen. Also da ziehen mehr Kollegen oder einige Kollegen pro Revier 1 bis 2 ins Tierheim und bleiben da 14 Tage lang. Vielleicht noch eine letzte Frage. Können sich die Tiere infizieren? Bisher ist noch kein Fall aufgetreten. Also ich habe mal irgendwo gehört, dass Hunde es übertragen können. Ich glaube es allerdings nicht. Katzen haben grundsätzlich auch Coronaviren, aber das sind andere. Und von daher ist es nicht möglich, außer über den Kontakt mit dem Fell oder mit dem Halsband, wenn einer drauf gespuckt, gehustet oder sonst was hat und dann ja auch nur bedingt ein paar Stunden lang. Und das kann man ja auch per Dusche des Hundes entfernen, wenn ein neuer Hund reinkäme, der aus einem Corona-Fall kommt. Grüßt die Jo. Nele von uns, die ist nicht zufällig schon Ja. zurückgekommen. Ich dachte, wir könnten sie ja noch mal sehen. Vielleicht kommt sie gerade, aber ich kann euch ja noch ein paar Bilder mal Ja, voll schicken. gerne. Kannst gerne noch Ja. ein paar Fotos schicken oder ein kurzes Video oder sowas. Ja, das mache ich dann über WhatsApp Perfekt. nachher vielleicht noch. Perfekt. Super. Jo. Alles klar. Cornelius, danke Okay. dir für die Zeit. Grüße auch an Sarah Jo. und an Frau Ja, Wün. werde ich ausrichten, kein Thema. Und dann bis Und bald. bis bald. Komm gut Jo. durch die Zeit. Ciao. Ja, ihr auch. Tschüss. Ciao. Macht's gut.